Wenn der Feind an der Küste ankommt, muss er zwangsläufig durch diese engen Pass. Das ist der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Hier werden wir den Angriff der Monster zurückschlagen. Case, du musst diesen Pass mit den magischen Pfeilen und Waffen versehen, die du aus Mondbach mitgebracht hast. Das Platzieren überlasse ich dir. Sorg nur dafür, dass mindestens 100 Fallen aufgestellt sind, bevor die Monster hier auftauchen. Wenn du Fragen zur Funktionsweise der magischen Waffen hast, sprich mich noch einfach einmal an und ich erzähle dir alles, was ich weiß. Übrigens, du hast doch reichlich Fallen aus Mondbach mitgebracht, wie ich vorgeschlagen habe, oder? Solltest du das rein zufällig nicht getan haben, empfehle ich dir dringend, dass du zurückgehst und sie holst. Toll gemacht, Case. Diese Fallen werden ihren Zweck mehr als erfüllen. Ups, die stehen da hinten. Jetzt, da unsere Verteidigungsanlage steht, können unsere Feinde uns an den Kopf werfen, was sie wollen. Zum Glück konnten wir alles rechtzeitig aufbauen. Deine Apparaturen haben uns in Mondbach immer wieder gerettet. Ich vertraue darauf, dass sie und dieses Tal uns in den kommenden Kämpfen genauso gute Dienste leisten werden. Ups. Da müssen wir erstmal umbauen. Okay, ich habe Malrod gefunden. Ich habe ihn gefunden und... Moment mal, wieso ist hier auf einmal so dunkel und so trostlos? Du glaubst doch nicht. Ich fürchte doch, Lady Lulu. Die Kinder Hagons bereiten einen weiteren Sturmangriff auf uns vor. Wir werden sie schlagen können? Keine Angst, Lady Lulu. Sieh dir diese teuflische Fallen an. Da steht gar nichts. Die Case für uns gebaut hat, ohne unter Zeitdruck zu geraten. Meine Güte. Ganz wie die Befestigungsanlage in Mondbach, von der ich so viel gehört habe. Und dieses Tal ist... wie der Durchgang beim Schloss Mondbach, meine Güte. So ist es. Genau diese Strategie hat uns bisher gute Dienste erwiesen. Ich wüsste nicht, warum die magischen Waffen von Case dieses Mal nicht genauso wirkungsvoll sein sollten. Weil sie da nicht stehen. Okay, wir müssen jetzt wirklich erstmal die magischen Waffen bauen, weil wir haben ja hier hinten eigentlich die ganzen Fallen einfach nur so hingeblitzt. Wir haben ja hier hinten eigentlich nur die ganzen Fallen hingesetzt, deswegen... müssen wir erstmal alles wieder aufsetzen hier. Wo auch immer die anderen Stachelfallen sind, aber das kriegen wir schon alles irgendwie. Irgendwie finden wir das schon, würde ich mal sagen, wa? Der Schneesträuch macht weiter Schnee, ich weiß es nicht. Stehen hier noch irgendwo Schneedinger? Gut, dass wir erst mit denen reden müssen. Gut, dass wir erst mit denen reden müssen und dann geht das los. Sonst wäre es echt ein bisschen daneben geworden. Bonk, 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 bonk. Zurück lassen sie sich relativ schnell abbauen. Wo auch immer die anderen Fallen hin sind. Also die anderen Stachelfallen. Wo war die Gasse? Warte, hier unten irgendwo. So, ihr seid gechillt? Naja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger gechillt. Okay. Da sie ja da durch müssen. Ich suche gerade ein bisschen nach den Fallen jetzt, ne? Die brauchen wir auf jeden Fall. Für die Fallen. Oh Mann. Ich sehe einfach auch gar nichts auf diesen Dingern hier, ne? Okay, die Stachelfallen gucken wir dann gleich scheinbar. Dünk, 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 dünk.
Irgendwie so. Ich muss das jetzt ja hier ein bisschen Freestyle machen. Weil ich ja keine Vorgabe habe, wo ich irgendwas hinsetze. Aber sind wir mal ehrlich, einfach, wir haben fast 100 von diesen Feuerfallen. Das sind unsagbar viele dieser Feuerfallen. Also wir können ruhig ein bisschen protzen. Ja, von mir ist auch so. Nötigen wir diesen Aufgang hochzugehen? Benötigen wir sie, diesen Aufgang hochzugehen? Ups. Zack. Und da einen Schalter hin. Da. Und da. Und da. Und da. Ich meine, Schalter haben wir ja genügend. Naja, auch vielleicht auch nicht so wirklich. Vielleicht haben wir doch nicht so genügend Schalter. Aber nein, nimm doch nicht gleich die Feuerfalle mit. Funktioniert das? Ja. Funktioniert sogar. Schön. Keine Ahnung, ob das auch irgendwie, aber ob das überhaupt besetzt werden kann. Da sind wir mal ehrlich, das ist sehr, sehr knapp gerechnet. An Personal. Die das machen könnten. Aber wir müssen unsere Verteidigungsanlage aufbauen, also machen wir das auch. Das wäre eigentlich am besten, wenn wir die hier... Wie funktionieren die nochmal? Naja, werden wir sehen. Da. Einmal da. Einmal hier. Und einmal hier. Na. Ah. So. Und so. Wenn da überhaupt irgendjemand hinkommt. Naja, wir haben ja noch Blitzfallen. Ja, stimmt. Sowas müssen wir ja auch noch bauen. Würde ich aber sagen, setzen wir dann hier hin, wa? Oder? Steht gegenüber, ne? Verbindet euch aber nicht. Vielleicht mögt ihr diesen Knopf nicht und diese Falle nicht. Ne, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht.
So. Okay, sie mögen es also. Also es ist ihnen auch egal, dass sie da was zwischenbauen. Ich weiß nicht, warum die beiden nicht. Die sind eigentlich auf einer Linie, ne? Ja, eigentlich sind die auf einer Linie. Gut. Egal. Lassen wir sie. Von den Dingern. Wir haben noch davon, deswegen können wir das ja ruhig durchziehen. So. Wir haben noch 11 Stück von denen. Das heißt, wir können hier noch. Noch 4. Eins, zwei. Noch ein paar Knöpfe, damit das auch wirklich alles aktiviert wird. Oh, dadurch gehen auch diese Ballisten an. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Nice. Jetzt will ich aber trotzdem noch die Stachelfallen haben, weil die sind auch immer sehr schön da. So, mit den Stachelfallen rüsten wir jetzt hier einfach alles aus. Und dann ist die Verteidigungsanlage aber sowas von fertig. Dann ist es aber sowas von fertig, dann werden die sich aber wundern. Von denen haben wir sowieso genügend. Alter, finde. Ob wir das wirklich alles brauchen, keine Ahnung. Aber wenn wieder so eine Schreckensbestien kommen. Weißt du, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die von dem letzten Helden da, diese ganz bösen, starken Viecher. Die so viel HP und sowas haben, dass die du nur mit Einfrieren überhaupt bändigen kannst und so. Wenn die kommen, dann brauchen wir das ganze Zeug hier aber auch. Wenn kleines Zeug kommt, ist es nicht ganz so wichtig. Kleines Zeug ist nicht ganz so dramatisch. Stück haben wir noch. 3, 4, 5, 6. 4 Stück noch. 1, 2, 3. Keine Ahnung, 4. Manu, sieht alles gerade so gut aus. Keiner gesehen. Ja doch, muss auch so sein. Gut. Okay. Ich würde mal sagen, unsere Falle steht. Unsere Fallen und wir gehen in den Angriff über, wa? Schade, da reagieren sie nicht drauf, aber egal. Vielleicht, wenn ich sie ein bisschen weiter vorsetze. Wenn ich sie hier hinsetze zum Beispiel. Und sie gehen auf das Ding. Ja. Ob das wirklich was bringt, dass das. Es sieht aber cool aus. Es sieht aber stylisch aus. Okay. Ja, eigentlich sind wir bereit. Komm. Gib ihn, wa? Okay, die Kinder Hagon stehen vor den Toren und ihre Armeen sind bereit zum Angriff. Wenn du unsere Verteidigungsanlage vor ihrer Ankunft noch weiter verbessern möchtest, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Was meinst du, Case? Bist du kampfbereit? Entschuldigung. Ich will erst noch mal essen. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass wir nämlich gar kein Essen mehr haben.
weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Ach, warum nicht? Warum nicht? Haben oder nicht haben? Wollte ich nicht, aber okay, ist egal. Ich glaube, das Wind funktioniert so, ne? So, ich wollte essen. Da ist noch ein Steak. So, jetzt sind wir aber bereit. Ja. Großartig. Dann gehen wir da raus und zeigen diesen Unholden die wahre Macht von Mondbar. Hab keine Angst, Case. Unsere Streitkräfte und die Wehranlage wurden in den Feuern des Krieges geschmiedet. Egal, was der Feind uns entgegenschleudert, wir werden obsiegen. Ey, Alter. Ey, du bist aus dem Gefängnis ausgebrochen, Alter. Das war nicht Teil des Plans, ey, Alter. Und jetzt bist du wieder hier und machst da weiter, wo du aufgehört hast, Alter. Das werden wir nicht durchgehen lassen, Alter. Wir werden dir eine Lektion erteilen müssen, Alter. Alle ihre Erbauer und all die bösen Sachen, die ihr gebaut habt, werden den Bach runtergehen, Alter. Wie ich sehe, hast du einige deiner Spielzeuge am Strand für uns ausgelegt, Alter. Umso besser, dann können wir das hier kurz und schmerzlos machen, Alter. Hey, du bist da uns einmal entwischt, Alter, aber dieses Mal kommst du uns nicht davon, Alter. Game over, Alter, game over. Oh nein. Attacke. Hey, haben wir meine Sachen kaputt gemacht. Das da. Oh, nicht schon wieder draußen kämpfen. Oh, ich hasse dieses blöde draußen kämpfen von der Yacht sterbt. Ehrlich, ich lasse sie sterben, oder? Soll ich sie sterben lassen? Ich finde das furchtbar, dass sie immer rausrennen. Du machst hier eine ganze fette Fallenanlage, ne? Und die rennen raus. Deswegen gucke ich auch jetzt nur zu. Einfach nur aus absolutem Hass gegenüber diesen Leuten. Weil es ja nicht angehen kann, dass sie nur immer draußen kämpfen. Warum diese fette Verteidigungsanlage? Da muss wirklich nochmal... Ja, mit dieser Fackel, aber ja, selbst gesehen, diese Fackel bringt... Was war das? So, die Fallen können sie nicht zerschlagen, aber... Als andere machen sie hier kaputt, den Boden und so. Ja, das ist ja auch super. So, kommt. Zurück. Hier. Oh Gott, ich hasse das. Okay, kann ich irgendwie... Kann ich sie irgendwie zu mir rufen? Es geht ja so nicht. Ich will jetzt... Es riecht mich auf, dass ich so eine fette Verteidigungsanlage baue und die Leute interessiert das nicht. Das hier brauche ich übrigens bei Pokémon. Finde ich furchtbar, dass sie das nicht interessiert, macht mich kirre. Dann brauche ich dieses ganze Spiel gar nicht spielen dafür, dass wir hier, ne? Haben wir das Banner von Mondbach eigentlich noch? Nee, ne? So wie es aussieht, nicht mehr. Nee, scheinbar nicht. Warum habe ich die... Guck mal hier. Alles voller Fallen. Und kein Schwein hat es interessiert. Das ist so schlecht gemacht mit den Fallendinger. Das ist echt schon nicht mehr lustig. Das ist wirklich schon nicht mehr lustig gelöst, muss ich sagen. Ich meine... nee, ist nicht gut. Ich weiß, diese Wächter fackeln, aber dann laufen sie trotzdem wieder nur vor. Das hatten wir ja schon mal das Problem. Wir hatten ja schon mal das Problem. Ich kann jetzt auch gucken, ob wir noch eine Wächter... diese Fackeln da bauen können. Ich glaube, ich habe auch gar keine mitgenommen. Ich bin mir echt nicht sicher. Ach, da ist das Banner von Mondbach.
Kann ich sie wenigstens zu mir rufen jetzt? So. Das interessiert einfach gar niemanden. Das war schon auf Mondbach ein großes Problem mit der... Mit der Einstellung dieser Leute. Ich habe aber auch gar keine Übersicht hier in dem Ding. Naja, wenn die sterben sollen, die Fallen halten es auf. Also ist alles safe. Ich gehe da jetzt auch weg. Weil ich sehe gar keinen Sinn da drin. Es tut mir echt leid, ich sehe da keinen Sinn drin, weiter zu kämpfen, wenn die sowieso nie wirklich auf einen hören.